Hallo, willkommen zu einem Tutorial-Video zu Wano. Und zwar, ich dachte, ich mache nochmal ein Tutorial, weil ich habe jetzt in den letzten 2, 3 Wochen irgendwie 4 oder 5 Kommentare bekommen, was relativ viel in diesem Zusammenhang ist, wo die Leute gesagt haben, ja, sie hätten vielleicht schon Lust auf Wano, ist eben aber doch ein bisschen zu kompliziert, zu unübersichtlich oder so verschiedenen, diese Kerbe schlägt das. Und ich habe damals tatsächlich Wano Guides gemacht, vielleicht jetzt Tutorial nennen sollen, ich weiß es nicht genau. Wo verschiedene Sachen angesprochen werden. Also wenn ihr Lust habt, Wano zu lernen, das Video, was ich jetzt mache, soll dabei helfen. Und diese Videos, die ich damals gemacht habe, helfen dabei. Manche ein bisschen technischer als andere. Also das Rules of Engagement zum Beispiel technischer Natur. Ne? Hier ist eher so ein bisschen taktischer Natur das Ganze, was man im Spiel halt machen kann. Und genau, Steuerung, ne, ist da auch nochmal dran. Also Rules of Engagement ist ein Special zu dem anderen, das ist noch ein bisschen mehr drin. Und Steuerung halt, ne, welche Tasten und wie man sich da abkürzen kann. Also wenn ihr es wirklich ernsthaft lernen wollt, dann sind diese Videos, glaube ich, ganz gut dafür, so hoffe ich zumindest. Hat auf jeden Fall hier viel Feedback bekommen. Und das, was ich jetzt mache, das Video, das geht um die Taktik ein bisschen. Und zwar, also das Replay ist nicht spannend, ne? Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht wirklich um die Idee so ein bisschen, wie man spielen kann. Und zwar gibt es halt so ein paar Grundprinzipien im Spiel, ob ihr jetzt wirklich mit Infanteristen starten wollt an der Front oder nicht. Ja, das ist jetzt gar kein so wichtiger Punkt. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ihr wisst ja, ich bin kein Freund davon. Ich glaube, 100% der Spieler machen es aber. Also, ne, von da gibt es da unterschiedliche Meinungen zu. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Aber ich werde euch jetzt hier zeigen, was so ein typischer Aufbau ist. Also, Kontakt-Scout werde ich zum Beispiel erklären, normale Scouten erklären, Feuersupport, ne, und in praktischen Beispielen zeigen, weil bei dem Spiel tatsächlich das relativ gut funktioniert hat, also zumindest lehrbuchmäßig. Und deswegen kann man das, glaube ich, hier ganz gut zeigen. Zu diesem Zweck mache ich vielleicht einfach mal meine Sicht an. Dann kann ich jetzt kurz zeigen, was wir da gemacht haben. Also, das allererste, was man macht, ist, man geht halt, meiner Meinung nach, sollte man immer wissen, was der Gegner macht. Also, ohne Scout-Helikopter, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn das irgendeiner ohne spielt. Machen hier, glaube ich, alle gerade so, okay. Okay, machen alle so. Ich bin der Einzige, der einen spielt. Jeder, wie er möchte, sage ich ja immer. Die Gegner machen es dann einen Tick besser. Und zwar, was diese Scout-Helikopter-Geschichte, worum es da geht, ist, ich lasse einfach mal langsam laufen. Ihr wollt halt wissen, was der Gegner für eine Öffnung hat. Zum Beispiel, dieser Helikopter hätte jetzt so eine Infanterieöffnung einfach ausgelöscht. Ne? Wäre der jetzt nicht zu mir geflogen mit dem Scout, sondern rechts geflogen, hätten sie die einfach alle getötet. Ne? Deswegen solche Öffnungen auch persönlich nicht besonders mag. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht um die Frage, was bringt der Gegner rein? Bringt er jetzt 20 Panzer rein? Viele Infanteristen rein? Hat er vielleicht in Helikopter teuer investiert? Ne? Oder. Und dieser Helikopter deckt das für euch alles auf. So, jetzt habe ich meine Aufklärer zum Beispiel ausgeladen und ich habe die unsichtbar ausgeladen. Der Gegner weiß wahrscheinlich nicht, dass da Aufklärer sind. Kann sein, dass er die noch gesehen hat. Das hängt von der Map ein bisschen ab. In jedem Fall gehen die jetzt gleich hier vorne an die verschiedenen Kanten rein. Die hier sind allerdings schon alle tot. Die wissen es nur noch nicht. Also, wie gesagt, der hat ja einen Helikopter. Ja? Da ist keine Luftabwehr. Da müsste jetzt ein Jäger kommen. Das kann er gerne machen. Das ändert aber nichts daran, dass wenn er jetzt der Gegner richtig spielt, der den Helikopter vielleicht runterholt, dann aber von der Luftabwehr abgeschossen wird, der die dieser Höhe ungefähr sein sollte. Ne? Von daher. Man kann das machen. Wo kann ich denn jemand den Dings anmachen? Ist aber tatsächlich alles mit Ansage. So. Ne? Und da ist die Luftabwehr. Hat jetzt nur Iglas tatsächlich dabei. Also er hat darauf verzichtet, halt, ne, teure Helikopter gemacht und keine Flugabwehr gespielt. Aber das ist ja selber schuld. Ja, also die Igla, die schießt sich ja keinen Jäger ab. Ne? Aber normalerweise hätte man eine Flugabwehr gehabt und hätte es geknallt. Kriegt aber noch hier an die Seite einer ab. Von der Kanone, nice. Okay, aber darum geht es ja gar nicht. So, jetzt stehen die hier vorne, ne? Und wie gesagt, der Hubschrauber kann die jetzt alle wegräumen. Der HE-Bomber konnte die jetzt bomben, wie man gesehen hat. Da ist, glaube ich, ein Jäger gestorben. Das ist immer so die Gefahr dahinter. Aber ich will jetzt eigentlich mehr über die Standard-Moves sprechen. Ich meine, das ist auch schon Standard-Moves, aber jetzt eher über die Basics, die ihr überall anwenden könnt, die nicht nur eröffnungsspezifisch sind. Also, ich habe jetzt hier die Aufklärer hingestellt. Hier vorne, man kann mit C, kann man sich das angucken, wie weit die sehen können. Man kann die C-Taste auch hier rechts unten umstellen irgendwo. Ich benutze das nie, das Tool, von da weiß ich gar nicht, wo das ist. Irgendwo kann man das so einstellen, dass man einstellt, mit welchen Optik sie sehen und wie weit die dann sehen, wenn der Gegner, welche Versteckrate der hat, also welches Camouflage. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe die Standard immer an und ich gucke eigentlich auch nie drauf. Aber mit C könnt ihr so ein bisschen gucken, wenn ihr wollt. Wichtig ist einfach nur, dass die überall in den Fronten stehen hier vorne. Ich fahre jetzt da rein, weil die halt da drin sind. Aber jetzt geht es halt gleich los. Der normale Setup wäre jetzt normalerweise gewesen, dass die Scouts halt aufdecken, wenn da einer ist und die dicken Panzer, die eben wegbolzen dann. Ne? Ich habe einen zu viel gekauft im Spiel, aber einfach ignorieren. Dann Flankenschutz hier vorne. Wie gesagt, am Anfang ist noch ein bisschen ruhig das Ganze, das kann man weitermachen. Wichtig ist der Setup, ja. Flugabwehr in der letzten Reihe, Panzer in der ersten Reihe und Scouts haben drauf geguckt, dass er nicht einen Seitenschuss abbekommt. Das wäre so dieser Setup da vorne. Weiß nicht, warum die sowas jetzt hier machen. Er kam viel zu spät, aber ja klar, dass der Flugabwehr sein muss.
Das ist, also generelle Regel, sage ich ja immer, ist, verzichtet auf, wenn ihr auf alle Flugzeuge verzichtet im Spiel als Anfänger, dann macht euch das Spiel einfacher und aller Regel lohnen die sich auch nicht. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, dann habe ich mich verklickt gehabt, das war Angriffsbewegung, das dürft ihr natürlich nicht machen, das war völliger Käse. Aber deswegen ist es auch wichtig, auch einen Scout zu haben, damit auch der Panzer nicht unbedingt überrascht wird von solchen Sachen oder von eben hauptsächlich Fahrzeugen, die Raketenwerfer haben. Ne? Also, dass der Konkurs da jetzt aufräumt, ist natürlich Blödsinn. So, jetzt geht's aber gleich los. Also nicht das eigentliche Spiel hier, was ich zeigen wollte, worum es geht. So, wir haben halt jetzt hier einen Aufklärer drin und hier einen Panzer. Das heißt, wenn jetzt hier dicke Panzerseitenschüsse angeben, sehe ich die rechtzeitig, um zum Beispiel zurückzufahren. Ne? Hier vorne den einen habe ich jetzt gerade ausgelöscht, weil hier auch, man muss tatsächlich die Werte auswendig lernen. Hier ebenfalls, also geht so viel gerade drunter und drüber. Man muss die Werte auswendig lernen. Die Raketen, die da alle kamen, zum Beispiel die Raketen, die der Metis abschießt, die machen einen Schaden Panzerung nur an dem hier vorne. Ja? Das heißt also, wenn ihr so einen habt, könnt ihr das Duell mit dem führen, weil die Raketen sehr langsam kommen. Also wenn ihr drei Lebenspunkte verliert und dafür den ganzen Trupp auslöscht, hat sich ja massiv gelohnt. Ne? Und von daher solltet ihr solche Fights auch führen. Es ist dann wichtig zu wissen, welche Raketen kommen und es ist wichtig zu sehen, dass die von vorne kommen hier. Wenn jetzt zum Beispiel von da eine Rakete gekommen wäre und der Scout sollte das halt frühzeitig aufdecken, wenn das vom Fahrzeug zumindest kommt oder halt ein Panzer da rauskommt, dann müsstet ihr sofort, eher ist das bei mir, ich weiß nicht, was bei euch der Shortkey ist, Rückwärtsgang und dann rausfahren oder die Taste B, um zu smoken. Ja, was halt je nachdem, was für eine Waffe kommt, wie weit die weg war und so weiter. Also die Raketen könnt ihr einfach reinnehmen, wenn ihr überhaupt noch trifft, ist ja schon gepanikt, ne? Und dann kann man das wegräumen. Es werden halt hier die Scouts aufgedeckt, ne? Das liegt wahrscheinlich daran, weil der gefeuert hat und weil ein Scouter ist. Das kann eine Kombination von beiden sein. Und hier vorne das Gleiche, ne? Man tut mit der Seite aufdecken, dass keiner in die Seite ballert. Das ist also immer irgendwo ein Screening-Schirm. Und hat dann wieder einen Aufklärer dabei. Und wenn man dann so steht wie hier, kann man jetzt den Aufklärer einfach wieder nach vorne bringen. Dies ist kein Busch mehr, aber ihr seht schon, der Aufklärer zum Beispiel, der ist eben das Haus gegangen, dann ist er in den Busch gegangen. Also je weiter ihr den Aufklärer nach vorne bringt, desto besser. In aller Regel solltet ihr den ausmachen. Ich habe jetzt die Waffen an, weil ich ein Noob bin, aber die solltet ihr ausklicken, die Waffen, weil ihr beim Schießen halt sichtbarer wird. Und was ihr erreichen wollt, was das Ziel halt jetzt ist, ihr wollt entweder durch den Aufklärer, wollt ihr halt aufdecken, was da ist und dann besser für eure dicken Röhren von hinten schießen. Die Suche wäre es wieder falsch hingestellt. Ne? Oder ihr wollt einen Kontaktscout haben, das wäre ein Kontaktscout gewesen, der geht halt rein und deswegen weiß man halt, das war der Feuercomputer, ne? Also der Infanterist geht rein, ist in Kontakt, deckt durch Kontakt, also nicht durch Fernglas, sondern durch Kontakt den Gegner auf und dann kann der Feuersupport, in dem Falle der Panzer, kann er da drauf schießen. Bei den Panzern gilt, ihr müsst nicht so einen teuren Panzer haben. Das hängt auch von dem gegnerischen Deck ein bisschen ab, was sich da nachher lohnt. Ihr könnt genauso gut, also wenn, sagen wir mal, ihr habt jetzt statt den dicken Leo, habt ihr jetzt, sagen wir mal, ihr könnt ja auch drei kleinere Leos dafür holen. Wenn ich gegen ungepanzerte Ziele kämpfe, würde ich, wenn ich kleinere Leos gehabt habe, halt auch dreimal so viel Schaden machen, ne? Ja, wie gesagt, steht auch falsche Flugabwehr. Es gibt keine Entschuldigung, dass sie da vorne jeweils steht. Das sind Missklicks. Das ist lange nicht mehr gespielt, als ich das gemacht habe, die Runde. Also ihr müsst das abwägen ein bisschen, was für eine Front das ist. Das ist eine Front, wo dicke Panzer kommen, das ist eine Front, wo nur Infanteristen kommen. Und hier zum Beispiel war die 2er3 ein zu großer Panzer. Das wäre dann wieder so ein bisschen Hintergrundwissen. Ich habe das Deck halt nicht gekannt vom Gegner. Ich wusste ja auch nicht, welcher Gegner da auftaucht beim 4 gegen 4, aber im 1 gegen 1 könnte es halt noch besser planen. Und ich hätte halt statt drei dicker Panzer, hätte ich jetzt eigentlich 8 kleinere Panzer gebraucht hier, ne? Besser gelaufen wäre. So, egal, es geht hier weiter. Wir sind einfach überrannt. Das war jetzt nichts Weltbewegendes. Also es hat hier sicher nicht super perfekt ausgesehen, war auch 2 gegen 1, war nichts Weltbewegendes, wie gesagt. Aber jetzt geht es ja gleich los, weil hier vorne geht der nächste Kampf los. Wie macht ihr jetzt diese Kämpfe hier an dieser Stelle? Müsst ihr jetzt gleich wieder starten. Also erstmal, wenn ihr den neuen Punkt geholt habt irgendwie, dann würde ich erstmal vorschlagen, dass ihr Nachschub ranholt, Munition nachtanken, die Punkte hochheilen, die Aufklärer in Positionen bringen. Ne? Dass da keiner mehr ist, das wisst ihr ja nicht unbedingt. Ist mir, glaube ich, wirklich nicht, ne? Ich habe ja meine Sicht an, da könnte noch mehr stehen. Ne? Also erstmal warten hier vorne und dann eben nachladen und alles und dann nochmal gezielt nach vorne gehen. Jetzt haben wir hier den normalen Scout. Der ist hauptsächlich dafür da, um Fahrzeuge aufzudecken. Und dann den Kontakt-Scout. Wenn ihr einen Kontakt-Scout übers offene Feld bringt und da steht dann irgendein Fahrzeug mit einer Autokanone oder so, dann wird der zu schnell getötet, bevor er wirklich sinnvolle Kontakte aufdeckt, weil die teilweise auch unsichtbar zurückschießen können. Ne? Wenn ihr habt da jetzt diese Kombination zwischen Aufklärer, Kontakt-Scout und dann eben Panzer, der muss dann noch raus, weil da ein Zaperi war, habt ihr diese Kombination und der deckt sich auf. Ne? Also wenn er dann schießt, schießt er nicht unsichtbar, weil er durch das Fernglas aufgedeckt wird. Aber erst nachdem er geschossen hat auf euren Kontakt-Scout, könnt ihr den Panzer direkt zurückschießen. Das war schon zu viel und zu schnell, oder? Darf ich es nochmal vielleicht kurz sagen? Lass mich nochmal langsam machen. Also, hätte ich nur den Kontakt-Scout gehabt oder nur den Aufklärer gehabt, dann hätte das wahrscheinlich eine höhere Gefahr gehabt, nicht gut zu gehen. Ja, also, hätte da jetzt irgendwie ein unsichtbares Fahrzeug mit Autokanone gestanden, dann wäre der Kontakt-Scout auf dem offenen Feld gestorben, weil ich nicht mit dem Leo den hätte ausschalten können, weil das Fernglas gefehlt hätte wahrscheinlich.
Hätte nur das Fernglas da gehabt, hätte ich vielleicht keinen Raketenwerfer-Infanteristen aufgedeckt, wenn dem Leo raus, und hätte einen Schuss in die Seite bekommen, wäre explodiert. Ja? Das heißt also, die Kombination zwischen Kontaktscout, Aufklärer und Panzer oder Feuersupport in irgendeiner Form führt dazu, dass du das Optimum bei solchen Bewegungen rausholt. Und Kontaktscout versteht sich von selber, nimmt die Preiswerten, die ihr finden könntet dafür. Ne? Der wird zwar jetzt ausgelöscht, weil da eben ganz viele Feuersupporter da oben ist. Mein Leo wurde halt gerade eben verjagt, wie ein Saperi-Wehr. Normal hätte er halt jetzt hier gestanden und hätte ich da rumgeballert. Ne? Und dann hätte ich halt einen Jäger verloren und der mehrere BMPs. Also, und da war das jetzt dem Jäger geschuldet, diesem Saperi geschuldet, der da gerade drin war. Mit seinem Setschild, der kann das aufs Dach schmeißen. Und da steht er halt entsprechend scheiße da. So, jetzt muss man halt, ne, hier Wunden lecken. Das war es für den Spieler ein bisschen, den Mitspieler ein bisschen. Nochmal kurz weiter. Wie gesagt, ich habe ja auch falsch gekauft. Ich habe mich beim Spiel verklickt und zu viele Leos geholt. Also zumindest die großen. Es hätte eigentlich einer weniger werden sollen, nicht drei. Das war völliger Käse. So, jetzt habe ich hier auch, wie ihr seht, weil ich nachgekauft habe, kleinere geholt, weil ich sehe ja schon, dass ich einfach nur Feuersupport brauche. Bei den Panzerkämpfen, ihr habt es gesmoked. Da gilt übrigens, wenn euer Panzer 5 Punkte mehr kostet, dann könnt ihr den Fight führen, ja, so als Grundregel. Das heißt, der da oben, der BV, der ist einfach ungeeignet. So, das sieht man es hier vorne. Die BMPs, die machen jetzt einen gigantischen Fehler. Die wollen jetzt da reinballern, weil sie Spaß haben. Aber die haben natürlich keine Chance, den Leo jemand zu knacken. Die Raketen knacken den Leo nicht, die platzen einfach nur gegen den. Und wenn die treffen, machen die einen Schaden. Ne? Dasselbe gilt für den T-80. Ihr müsst halt mit I ist das bei mir. Ich weiß nicht, ob die Standardtaste Tab sogar ist. Auf jeden Fall ist das I die Taste bei mir. Dann guckt er halt rein, was er kostet, 225, und dann guckt er hier drauf. Das Interface, das zeigt euch das allerdings auch, ne? Ob das ein einfacher Gegner ist oder nicht, da könnt ihr auch nachgehen, wenn ihr das nicht damit machen wollt. Ja, wie ihr es wollt, ihr könnt es auswendig lernen, ihr könnt es mit dem HUD machen, ihr könnt mit der Taste I draufklicken. Nun muss man eben da aufpassen, weil wenn die Raketen haben, haben die halt nochmal andere Werte. Der könnte den zum Beispiel outrangen hier vorne, nur mit der 19er. Würde halt an der Panzerung hier eigentlich im Grunde genommen immer nur einen Schaden bei einem Treffer machen. In jedem Fall dürfte er das Duell nicht führen. Ne? Das ist ein großer Fehler. Also wenn er da mal trifft, dann macht er einen Schaden. Und wenn der hier trifft, dann macht er da irgendwie vier Schaden oder so. Das geht deswegen nicht. Also der hat da nichts verloren gehabt in dem Panzerfight. So, genau, jetzt geht es gleich wieder los. Also die stehen jetzt hier vorne drin. Wie kann man jetzt so einen Angriff hier vorne führen? Naja, also ihr könnt jetzt normalerweise, also wenn die sichtbar sind, werden die halt weggeschossen. Normalerweise, wenn die Infanteristen sich richtig hinstellen, werden die nicht sichtbar. Die sind ja sichtbar wahrscheinlich wegen dem Scout hier, ne? Bam, da kommt wieder Adler von der Seite. Also, Fehler Nummer uno, meiner Meinung nach. Was die meisten Leute machen, die würden jetzt viel Artillerie spielen oder Bomber holen. Ist 100% falsch, wie ich persönlich finde. Aber das ist jetzt eine strategische Sache, da sind die Leute, da stehe ich wieder alleine mit meiner Meinung. In jedem Fall die T-80-Geschichte ist immer falsch. Das ist schon der zweite T-80 BV, der denkt, könnte Leo bekämpfen. Das würde der nur schaffen, wenn der Leo rausfährt und der den in die Seite ballert. Dann geht das tatsächlich. Aber wie bekämpft er jetzt so ein Target hier normalerweise? Oh, Backe. Also ihr könnt tatsächlich sagen, wenn ihr mehrere Spieler habt, jeder holt jetzt mal drei Bomber und dann kommt ihr auf einmal mit neun Bombern oder so an und dann tut das einäschern alles. Ist sehr teurer Move, würde ich nicht empfehlen, ist aber eine Teamspielmöglichkeit, die in den meisten Lobby-Games niemals funktionieren wird. Niemals, ne? Und von daher würde ich nicht machen. Wenn ihr ein Team seid, könnt ihr das wie gesagt machen. Das wird jetzt ein Angriff, machen wir es kurz, vom Gegner. Die andere Sache, die ich machen würde, ich würde jetzt einfach mehr Feuersupport vorschlagen. Also ihr kauft jetzt kleinere Einheiten, eben der Leo, der eben gestorben ist. Ne? Da stellt ihr dann hier irgendwie drei, vier Leos, verteilt hin, niemals auf einen Knubbel, damit die alle getroffen werden, sondern wirklich verteilt. Dann schickt ihr ein paar Jäger als Kontaktscouts vor und habt den Aufklärer wieder. Und dann geht das Spielchen von vorne los. Wer von denen zurückschießt, naja, der kriegt halt was ab, ja. Und dann ist halt wichtig, dass ihr mehr Firepower als der Gegner habt. Das heißt nicht nur eine dicke Kanone, sondern in dem Falle wären viele kleine Kanonen besser als die eine dicke, die ich hier habe. Also ihr müsst den Angriff halt einfach aufsetzen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Genau. Ihr könnt auch noch einen Mortar dazu holen und dann slicen. Das heißt also, ihr macht zum Beispiel Smoke hier runter. Wenn ich jetzt hier slicen würde, also ich mache jetzt Smoke von hier bis hier, Mortar kosten ja nicht viel. Und dann würde ich nur gegen diesen Abschnitt kämpfen. So isoliere ich quasi die Hälfte seiner Armee von der Front, ja. Das geht ebenfalls. Also ihr könnt die Schlacht auch ein bisschen besser vorbereiten. Ihr könnt auch einen Sturmangriff machen. Das ist, glaube ich, das, was der Rote gerade versucht. Der hat jetzt hier ganz viele Infanteristen, die einfach auf den Wald zulaufen. Wahrscheinlich, weil er denkt, dass da nur ein Leo ist, was ja auch richtig ist. Und der eine Leo hatte nicht Feuerkraft genug, um mehrere Infanteristen wegzunehmen, ne? Und er kämpft gleichzeitig auch noch gegen den da vorne. Vielleicht haben sie auch gedacht, dass die Adler den gestunt hat oder so, keine Ahnung. In jedem Fall macht er gerade ein All-In. Diese All-Ins, wenn ihr die machen wollt, das geht auch. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr trotzdem Feuersupport dabei habt, ne? Zum Beispiel einen dicken Panzer, das ist kein dicker. Oder dass ihr dann eben ebenfalls Smoke benutzt, dass ihr halt dann auch sagt, ich greife jetzt hier an, ne? So einen Keil meinetwegen, so ein Dreieck. Und dann smokt ihr eben alles rechts und alles links davon. Und die haben ja sehr viel Artillerie, die benutzen die nur nicht. Also die benutzen die nicht zum Smoken. Wir schießen lieber auf den Leo, ich weiß nicht, wie viel Adler die ganze Zeit draufgeballert hat. Da schießen sie auch mit der Adler rein. Das bringt ja nichts, ne?
Da liegt einfach so selber hier vorne gesmoked. Ist nicht unbedingt notwendig, aber ich wusste jetzt nicht, ob da eine Rakete gleich rauskommt. Dann wollte ich schnell zurückfahren können. Das ist kein Smoke vom Gegner, der Smoke ist nochmal ein Panzer. Ja, und jetzt geht's halt los. Jetzt gehen sie zurück, haben gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und dann kann man natürlich dann jetzt einfach mal das kurz nutzen, weil die jetzt alle gestunteten Lowlife sind. Kann man jetzt natürlich, ne? Ja, auch gestunt. Kann man jetzt sagen, machen wir jetzt einfach mal kurz ein All-In. Auch wenn er nicht 100% vorbereitet ist. Und Apache dabei. Der hat wahrscheinlich auch gerade mit den Raketen richtig aufgeräumt hier. Da gibt er ebenfalls Feuersupport. Das ist übrigens der Hubschrauber-Einsatz. Das ist auch so ein taktisches Mittel, was man nehmen kann. Das ist ein sehr gefährliches Mittel. Ich würde jedem Anhänger davon abraten. Aber es ist ein gutes Mittel, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Also guckt, was die Reichweite von dem Helikopter ist, wo er hinschießen kann. Also zum Beispiel die Raketen, die ihr feuern wollt, die gehen bis zu dem oberen Strich da, ne? So, hier, ne? Die gehen also kurz bis hinters Haus. Bis hierhin trifft der ungefähr der Helikopter. Das heißt, es gibt für mich keinen Grund, dass das Helikopter zum Beispiel hier oben steht. Und genau das sehen wir bei sehr vielen Helikoptereinsätzen, dass sie viel zu nah an der Front sind. Also der ist so weit hinten, dass wenn der Gegner den abknallen will, dann müsste der seine Luftabwehr hier in diesen Waldrand wahrscheinlich bringen, weil sonst auch die Bäume teilweise im Weg sind. Und wenn die hier stehen, hat der ja den Kontaktscout, den Panzer, der ist allerdings jetzt heute gestunt worden, und den Aufklärer. Ne? Das heißt also, der Helikoptereinsatz ist relativ sicher. Auch ist er hier zum Beispiel, würde der viel unsicherer sein, weil da mehr Luftabwehr abgefragt wird beim Gegner, als wenn er hier links auf der Seite ist, wo ihr keiner warten müsst. Ne? Also ich hätte den jetzt zum Beispiel, der war wahrscheinlich hier wegen dem Angriff gerade, aber besser wäre der noch, wenn er statt hier vorne steht. Und ihr könnt das ja zielen. Ja? Ihr könnt ja sagen, okay, 2000 für die Rakete. Okay, auf diesen Punkt muss hier der Helikopter hingekommen. Das wäre eine bessere Position als hier. Einfach C drücken, ne? Gucken und fertig. Da könnt ihr einfach die Lebensdauer des Helikopters erhöhen. Ja? Ganz, ganz wichtig, wie ich persönlich finde. Ja, und der Jäger hat wahrscheinlich gar keinen Kill gemacht. Hat aber dazu geführt, dass jetzt die ganzen Feuersupports, sei es der Leo, sei es der Helikopter und wie auch immer, ne, schießen können. Irgendein Clusterbomber. Das ist so ein nächstes Ding, was ihr machen könnt. Der fliegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Panzer. Also woher wisst ihr denn, wo er hinfliegt? Also erstmal jeder Bomber, der macht so ein Tut-Tut-Tut, wenn die kommen, ja. Das kommt auch, wenn ihr den natürlich wirklich gesichtet habt. Das heißt, dann könnt ihr schon mal rauszoomen, das mache ich dann immer, und guckt, was dann kommt. Und wenn ihr einen dicken Panzer an der Front habt, das macht Tut-Tut-Tut, dann ist das einer, der euren Panzer töten will, in 9 von 10 Fällen, ja. Das heißt also, in dem Falle könnt ihr eigentlich schon den Panzer entweder überlegen zu smoken, hofft, dass es eine AGM-Rakete war, und mit der Smoke-Taste trifft die dann nicht. Und wenn es ein Cluster ist, das ist eure Vermutung, vielleicht seht ihr das so rechtzeitig, ein Cluster müsst ihr dann was anderes machen, dann müsst ihr halt schnell zurück, schnell nach vorne und nach links fahren. In aller Regel werden die meisten Spieler niemals Rechtsklick auf den Panzer machen, falls er kurz unsichtbar macht, wird die Bombe sonst nicht ausgeschleust. Die meisten werden Bodenangriff machen mit den Bombern auf die Area, wo er ungefähr ist, sagen wir mal auf den Dings drauf. Das heißt, sobald der Bomber da ist, könnt ihr davon ausgehen, dass er eure letztbekannte Position bombt. Das heißt, wenn ich jetzt einfach schnell nach oben oder nach unten oder links oder so fahre, am besten nach vorne, das geht am schnellsten, könnt ihr der Bombe eventuell dodgen. Wir können uns das gerade mal angucken, ob das hier klappt. Ist natürlich gefährlich, da kommt die Bombe. Da ist der Leo. In dem Fall hat er tatsächlich mit vorne gerechnet. Wäre ich stehen geblieben, wäre ich nicht gestorben. Das nennt man Pech, meine lieben Freunde. Aber die meisten Leute machen die altbekannte Position. Aber ist vielleicht auch kein unerfahrener Spieler, ne? Jetzt ist natürlich der Leo tot. Das heißt, der Feuersupport für die Jäger ist weg. Das heißt, die stehen jetzt da und können nach Hause gehen. Genau, ne? Fehlt der Feuersupport. Der andere Leo war eben gestunt worden hier unten, ne? Der musste repariert werden. Das ist ein neuer. Das heißt, hier sind Infanteristen auf offenem Feld ohne jeden Feuersupport. Und der wurde wohl nicht gesteuert. Und entsprechend miserabel läuft dann der Kampf. Wie gesagt, wenn der Gegner jetzt, wir können das gerade mal rumdrehen, wie auf der anderen Seite da vorne ist, das heißt also hier sich knubbelt, könnt ihr jetzt einen Bombenangriff machen. Aber wie wollt ihr dann bomben? Ne? Also ich hätte zum Beispiel vermutet, dass die gleichmäßig hier und hier stehen und die Hälfte der Bomber hätte dann umsonst die Erde gebombt. Ne? Ich bin kein Freund echt von Bombern. Tatsächlich hat der keine Luftabwehr außer ein paar Iglas. Also hätten wir hier komprimiert gebombt, wisst ihr vorher nicht. Wären natürlich Massen gestorben von dem Spieler, Massen. Das ist halt ein Risiko mit Bombern. Und wahrscheinlich wäre sowieso ein Bomber in den Iglas trotzdem gestorben. Also ich bin kein Freund davon. Ich bombe nur, wenn die bei mir auf der Seite der Map sind. Das ist so eine Grundregel, die ich einhalte und fahre damit sehr gut. Seit Wargame, seit eigentlich Roost, könnte man fast sagen. Also von daher, also der Angriff, den ich jetzt hier so mache, das ist einfach, das sind einfach Basics, die ganz schön ist, wenn man die macht. Die klappen eigentlich immer unabhängig von allem. Hier müsst ihr darauf setzen, dass der Gegner keine Luftabwehr hat, ne? Was eigentlich selten der Fall ist. Gerade im Multiplayer spielen die Leute eher zu viel als zu wenig Luftabwehr, auch wenn das hier genau andersrum gerade ist in dem Beispiel. Genau. Und die kommen ja nie raus. Die kriegen immer auf die Fresse, wenn sie rausgehen. Hier aber auch sehr schön von dem Spieler. Was auch so ein Ding ist, was man machen sollte. Man sollte immer einen Nachschub in der Backline haben. Jetzt kann er die halt, ne, reinforcen wieder. Weil reparieren ist immer preiswerter als neu kaufen. Immer. Abfangjäger. Ich weiß nicht, ob so ein Move, würde ich sagen, lohnt sich normalerweise nicht. Jetzt kann ich gar nicht gucken, was er gekostet hat. Ich habe den Preis nicht.
Weil wenn ihr so da durchfliegt, sterbt ihr, also den Hubschrauber kriegt ihr in den meisten Fällen, wenn der Flieger teuer genug war, und in den meisten Fällen oder fast allen Fällen verliert ihr auch den Jäger. Und dann müsst ihr mal abwägen, ob sich das Tausch halt lohnt, ne, die ganze Geschichte. In aller Regel lohnt sich dieser Move nur, wenn er gerade das Rocket Pod entfernen wollte, damit die Infanteristen ins offene Feld konnten, was gerade nicht der Fall ist. Von da ist das auch so ein taktischer Move, von dem ich abraten werde, weil wenn er Not am Mann ist, fehlt dieser Flieger auf einmal, ne? Also ich bin da kein Freund von. Dass der stirbt, war ja klar. Und es levelt die Flugabwehr des Gegners auf, ne? Hat er den, wie gesagt, zwar bekommen, den Hubschrauber, aber ich glaube, der Flieger kostet mindestens genauso viel, also da ist auch nichts rausgekommen. Was der nächste Punkt wäre, warum ich auch keine teuren Hubschrauber spiele im Spiel, die 200 und mehr kosten, weil einfach ein Billigflieger den runterholen kann. Das war bei Wargame auch schon so. Alle wollten immer die gute Akula spielen, es hat nie Sinn gemacht, noch nie, ja. Ist hier auch nicht anders. Hier vorne Kontakt-Scouts, allerdings nicht gut aufgebaut, wie ihr seht. Die gehen rein, bevor die Feuersupport haben. Und der Gegner hat hier sehr schön seinen Feuersupport. Und kann ihn jetzt einfach töten. Also das war schlecht gespielt hier vorne bei mir, der Angriff. Hier vorne ist ein Tick besser. Ja, der wollte übrigens, der wollte den Leo wahrscheinlich töten. Also ich habe eine Erinnerung, dass die nur sterben, die Leos, wenn die von der Seite das Rocket Pod abbekommen. Die Leute haben mir aber gesagt, dass es auch von vorne inzwischen geht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In jedem Fall von der Seite kann er den töten mit dem Rocket Pod. Und daher mache ich da ganz gerne rückwärts fahren, dass er nicht aus Versehen erwischt wird von der Seite, ne? Also meine Erfahrung ist, dass von vorne nicht funktioniert, aber die meinten, es geht auch von vorne inzwischen. Hier ein ganz schlechter Angriff. Ne? Der BMP steht so, dass er auf die schießen kann, aber dass mein Feuersupport nicht zurückschießen kann. Ganz, ganz schlecht gemacht. Jetzt fährt der Leo nach vorne, weil ich gehofft habe, durch den Wald zu schießen. Klappt jetzt vielleicht sogar, aber es ist halt gefährlich, wenn da einer rausguckt. Ne? Bam, da war irgendwas. War das der Nachschub, den ich erwischt habe? Echt? Egal. Also es ist kein guter Angriff, den ich jetzt hier mache. Ne? Der ist nicht koordiniert. Also der Panzer steht viel zu weit vorne, die Infanterie ist schon halb tot gewesen. Also der 2er-4 hätte hier unten irgendwo stehen müssen. Scout hätte man auch früher dabei packen können. Naja, und die sind zugeknubbelt. Also besser wäre es gewesen, die Jäger gleichmäßig aufzuteilen. Es gab auch keinen Slicen hier, ne? Das hätte hier zusmoken können, hätten hier unten hinfahren müssen, wäre von dem Leo gewonshottet worden. Also hier den Smoke hingemusst. Also es war kein guter Angriff. Und entsprechend ist das Ergebnis, ne? Die sterben jetzt ja alle. Bei Zaperis müsst ihr auswendig lernen. Also es gilt für alle, die einen Satchel haben, aber Zaperis haben einen Satchel. Die haben keine Reichweite mit dem Ding wirklich, aber wenn ihr in der Nähe von Leuten seid und dann die Stopptaste drückt, dann schmeißt ihr den aufs Dach, auf den Kopf oder irgendwas, machen brutal Schaden. Ist einer der besten Nahkampfinfanteristen, braucht aber ein bisschen Micro. Genau, das, ja, hier vorne kommt noch ein bisschen Feuer, der müsste wahrscheinlich unsichtbar da rausschießen. Andersrum, ne, warte. Das ist ein Scout-Panzer, also, nee. Scout-Panzer haben halt. Ja, ist tatsächlich sichtbar. Also, wenn der sichtbar ist, dann aber wahrscheinlich nur, weil das ein Aufklärer ist. Ansonsten dürfte der nicht sichtbar sein. Scout-Panzer haben einen besseren Stealth als normale Panzer. Da ist normaler Panzer. Und von da können die halt unsichtbar schießen. Oh, immer die Space-Taste. Ich denke, dass er wegen dem Scout ist. Kannst du gerade mal sterben, Scout, dann sehen wir, dass er unsichtbar wird. Das heißt, das ist eigentlich ein guter Feuersupport, gerade wenn es so Long Range ist. In dem Falle allerdings wird er von dem Leo jetzt ausgeschaltet. Ich denke, wie gesagt, das liegt daran, dass der hier mit dem Fernglas da hinguckt. Ne? Man sieht das ja hier vorne so ein bisschen. Ist mein Verdacht auf jeden Fall, weil der hätte da von da unsichtbar schießen sollen normalerweise. Was übrigens auch geht, wenn das jetzt so macht wie ich hier vorne mit dem Leo, ihr könnt auf offenem Feld einfach smoken und hin und her fahren, dass in Raketen kommen. Ne? Da wäre jetzt Konkurs und da wäre auch ein Hubschrauber gewesen. Dann könnt ihr immer wieder rein rausfahren, bis die Raketen in den Boden gehen. Hier auch wieder die Geschichte: Der Konkurs kann den Panzer nicht töten. Ne? Das geht nicht. Die Konkurs, also alle spielen ja Raketenwerfer in dem Spiel aus irgendeinem Grund. Ich hasse Raketen, die sind völlig sinnbefreit aus meiner Sicht. Und ihr nehmt ja keinen Schaden. Also ich fahre jetzt gerade auf den zu, um den aufzudecken. Ja? In dem Fall erstmal die Dinger. Wenn die Raketen an die Front gehen, Engine Damage, dann passiert da nichts. Also der macht halt einen Schaden, wenn der euch trifft. Ne? Das ist jetzt ein Hubschrauber, ein Konkurs und mehrere BMPs. Ja? Einfach mal kurz smoken, dann geht ihr nochmal in die Erde, das ganze Ding. Den zweiten Leo ranholen. Da war noch ein T-80 gewesen, deswegen habe ich das halt gesmoked. Das ist jetzt ein bisschen fancier hier vorne, das gehört jetzt nicht zum Standard-Gameplay und da kann man das eher mal ignorieren. Aber ne, die meisten Leute haben viel zu viel Respekt vor Raketen. Und das ist auch der Grund, warum die meisten anderen Leute einen Raketenwerfer irgendwo AFK hinstellen, sei es eine irgendwas, ne, BMP mit Raketenwerfer drauf, und denken, das hält dann die ganze Front. Ja? Und die meisten kriegen dann Angst und fahren halt weg. Ihr könnt doch einfach drauf zufahren und die dann töten. Das geht genauso. Ihr müsst ja halt nur gucken, dass ihr keine in Seite kriegt. Solange ihr die nie in die Seite kriegt, passiert da auch nichts. Hier mal eine Flanke fahren mit dem Fuchs. Genau. Roland wieder deplatziert. Ich glaube, sollte zum Hubschrauber. Ist aber, glaube ich, ein Fehler. Wenn der nicht geroutet wäre, wäre der jetzt gestorben. Und der
Concours, der kann da auch zu dem Panzer schießen. Hier ist ein Roland, der hat, glaube ich, schon 6 Raketen abgefeuert und irgendwie die beiden Leos, also die sind ja nicht lowlife wegen dem Ding, ne? Also haben nicht Schaden wegen dem genommen. Das ist der Roland, da dürfen wir nicht überreden, das mache ich immer dumm. So, jetzt bin ich nah genug ran, jetzt wird er sichtbar und jetzt kann ich ihn ausschalten. Ja, man muss da nur hinfahren, dann geht das schon. Allerdings, das mit den Rolands, also meine Luftabwehr in dem Spiel, das ist kein gutes Beispiel, wie man die benutzt. So, ja, Concours ist gleich tot, ne? Das war der Igler leider. Da haben wir auf den Concours schießen. Das sah fast wie Seite aus. Die haben aber auch jetzt ein paar Mal daneben geschossen. Egal. Genau. Das war im Grunde genommen die, so die Basics da ein bisschen. Übrigens hier nochmal ein Ding. Der Flieger von mir vorne, der hat keinen automatischen Evac. Ich mache das immer so, dass ich gerade durchfliege und dann dahinter evacke, weil die Flugabwehr steht in aller Regel in dem Bereich. Und wenn ihr dann in dem Bereich evacet, könnt ihr es erraten, sterbt ihr unnötig schnell. Ne? Das heißt also, wenn ihr ohne, also ein bisschen angemacht ein Evac. Ich habe den, glaube ich, nicht richtig gesteuert. Das ist nämlich jetzt Käse, was ich da mache. Aber ich habe den auf jeden Fall in Auto-Evac aus. Ihr fliegt normalerweise bei so einem Hubschrauber direkt dran mit Angriffsbefehl und dann gerade durch ein Evac da hinten, weil da keiner Flugabwehr stehen hat. Ja? Und ob ihr jetzt da evacet oder hier evacet, der Abfangjäger würde euch da und da erwischen. Aber die Flugabwehr am Boden erwischt euch auf jeden Fall hier. Ne? Also von daher Auto-Evac immer ausmachen. Ganz, ganz wichtig. Im Durchfliegen könnt ihr Raketen dodgen, aber hier ist sie gerade doch nicht gemacht bei dem ordentlich. Ja, also das wäre auf jeden Fall alles gewesen. Bam. Das ist jetzt, glaube ich, nichts mehr zum Zeigen hier. Aber dieses. Oh, jetzt ist das Bild leider weg. Oh, nein! So ein Ärger. Okay, aber also das. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Punkte. Am besten gar keine Flugzeuge spielen. Wenn nur defensiv einsetzen. Hubschrauber immer auf Maximaldistanzen einsetzen. Immer. Ja, für alles andere Selbstmord. Und dann bei den Scouts, Kontaktscout, normalen Scout mit dem Fernglas und eben Feuersupport miteinander kombinieren in irgendeiner Form. Und dann den Mortar zum Smoken am besten noch nehmen, wenn es irgend geht. Und nicht zu viel Angst vor den Raketen haben und am besten selber gar keine Raketen spielen. Das wären so, was ich jedem empfehlen würde, der das Spiel neu anfängt. Ich spiele das heutzutage immer noch sogar so. Und ich spiele ja schon seit Roost, diese ganzen Spiele von Origin. Aber das wäre meine Empfehlung auf jeden Fall, auch gerade für Anfänger. Da macht euch das Leben unglaublich viel einfacher. Und auf keinen Fall mit 3 teuren Panzern öffnen, wie ich das jetzt hier gesehen habe. Das war nur ein Missklick, ne? Weil ich auch nicht aktiv spiele. Das wären alles meine Empfehlungen und ich hoffe, das konnte jetzt ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten halt nochmal die Empfehlung zu den anderen 3 Guide-Videos, die ich ja eben gezeigt habe am Anfang des Videos. Da gehe ich ein bisschen mehr in die Details zu anderen Themen mit Steuerung und solche Geschichten, ne? Und Aufbau und was nicht alles und Klicks und so. Das ist vielleicht dann auch nochmal hilfreich, hoffe ich. Ja, und ansonsten, wenn ihr zocken wollt, also im Moment ist nicht so viel Leute unterwegs. Am meisten lernt ihr natürlich im 1 gegen 1, das versteht sich von selber. Aber wenn ihr einfach in den Discord kommt, da spielen ja immer Leute, mit denen spielt, dann geben die euch auch Tipps. Ne? Da könnt ihr die fragen, was für Einheiten mache ich, wie funktioniert die Mechanik, was empfiehlst du da? Dann sagen die alle tollen Hubschrauber mit dem Bomber zum Gegner fliegen und der Eröffnung mit Infanterie. Aber mal abgesehen davon sind, glaube ich, sehr gut viele Tipps dabei. Ne? Wie gesagt, ich sage ja immer, weil man unterscheiden muss zwischen, was die Vorlieben des Spielers sind und was wirklich nicht funktioniert. Also da, wenn ihr das lernen wollt, könnt ihr, glaube ich, im Discord seid ihr sehr gut aufgehoben. Da könnt ihr, die spielen ja jeden Tag im Moment immer noch die Leute. Dann könnt ihr gerne Fragen stellen. Bisher sind die eigentlich alle ganz hilfsbereit gewesen. So, das wäre die Geschichte. Und damit verabschiede ich mich dann. Ciao, ciao.